Im zweiten Teil der Vorlesung geht es um Whitebox-Testing. Im Deutschen wird der Begriff tatsächlich auch ziemlich viel benutzt. Es gibt auch noch einen Begriff Strukturtesten. Worum geht's? Die Idee ist, wir nutzen die Struktur, die innere Struktur der Software. Wir gucken da rein und nutzen die für das Testen. Das ist so die grundlegende Idee. Und deswegen bezeichnen es manche auch als Glassbox-Testing, aber der Begriff ist relativ wenig verbreitet und ich habe mich deshalb entschieden, bei Whitebox-Testing zu bleiben. Zunächst wieder ein Zitat und ihr mögt denken, ach, schon wieder ein Zitat und es gibt so viele Zitate, aber wenn ihr euch nur ein Zitat merkt aus der Vorlesung, dann merkt euch das hier, das ist das berühmteste Zitat in der Softwaretechnik von Edgar Dijkstra. Von etwa 1972 und es lautet wie folgt: Program testing can be a very effective way to show the presence of bugs, but is hopelessly inadequate for showing their absence. Dieses Statement hat Dijkstra nicht nur einmal gesagt, sondern in verschiedenen Arten und Weisen. Und das Grundprinzip ist eben, was wir mit Testen machen können, ist Fehler aufzudecken und einen Nachweis für einen Fehler zu liefern. Aber was wir nicht machen können, ist einen Nachweis zu liefern, dass es keine Fehler gibt. Das schaffen wir nicht. Und das werden wir gleich nochmal etwas detaillierter sehen, warum das so ist. Und das ist sozusagen eine sehr wichtige Eigenschaft, die wir im Kopf behalten müssen. Wir werden im nächsten Semester auch auf Techniken eingehen, mit denen wir das schaffen können, zumindest bestimmte Fehlerarten sicherzustellen, dass die nicht auftreten können. Und manche kennt ihr schon, ihr habt euch jetzt nochmal mit Compilern etwas genauer auseinandergesetzt. Bei Compilern ist es eben auch so, dass die bestimmte Fehlerarten schon finden können. Und da können wir sicher sein, dass es die dann nicht mehr gibt, aber bestimmte andere können sie eben nicht erkennen. Gut, aber testen ist ein effektives Mittel, um Fehler zu finden. Und das wollen wir machen. Was wir dafür brauchen, sind Testfälle. Bevor wir zum Thema Testfall kommen, erstmal der Begriff systematischer Test. A systematic test is a test in which the setup is defined, the inputs are chosen systematically and the results are documented and evaluated by criteria being defined prior to the test. Also systematisches Testen bedeutet, ich muss festlegen, unter welcher Umgebung soll das Ganze funktionieren. Ja, das heißt, es ist auch wichtig, und dass ich das auch dokumentiere und sage, ich habe diese App jetzt unter der Android-Version getestet. Ich habe diese Software eben auf dem oder dem Windows-System getestet. Dann, dass wir die Eingaben, also die Programme haben typischerweise Eingaben und Ausgaben und dass wir diese Eingaben systematisch wählen. Da werden wir jetzt, das ist sozusagen Teil dieser und nächster Vorlesung oder Teil dieser und nächsten Vorlesungsteil, wie wir die systematisch finden können und dass die Ergebnisse dokumentiert werden und dass sozusagen, ob ein Test erfolgreich ist oder nicht, dass man das festlegt, bevor der Test durchgeführt wird. Ja, dass man nicht danach überlegt, ja, war er jetzt erfolgreich? Ach ja, dann war er lieber erfolgreich, dann habe ich einen Fehler weniger, sondern dass man das eben vorher schon festlegt. Das sind systematische Tests. In solchen systematischen Tests haben wir natürlich Testfälle. Ja, und was ist ein Testfall? In a test, a number of test cases are executed, whereas each test case consists of input values for a single execution and expected outputs. An exhaustive test refers to a test in which the test cases exercise all the possible inputs. Das heißt, ein Test besteht typischerweise aus einer Reihe von Testfällen. Ja, also ein Testfall sind konkrete Eingaben. Diese Eingaben gebe ich rein in das Programm, lasse das Programm laufen und habe dann Ausgaben. Und diese Ausgaben beobachte ich. Und ein Testfall hat sozusagen einmal die Eingaben, die nötig sind, um das Programm einmal laufen zu lassen. Und typischerweise müssen wir eben im Testen das Programm mehrmals laufen lassen, weil nur eine Eingabe testen ist halt ungünstig, wenn ich eine Datenbank nur teste mit dem Namen Max Mustermann. Und wenn der Vorname nicht drei Buchstaben hat, dann funktioniert es aber nicht. Dann kann ich sowas natürlich nicht finden. Ja? Oder das funktioniert vielleicht nur mit Max Mustermann. Der zweite Punkt ist quasi das vollständige Testen, Exhaustive Testing. Und da geht es darum, dass wir in einem Test alle Eingaben getestet haben.
Ja, und das ist eher ein theoretisches Konstrukt und das gucken wir uns jetzt praktisch mal an, warum dieses Exhaustive Testing, ja, das wo auch Dijkstra im Hinterkopf beschrieben hat, dass es eigentlich unmöglich ist, warum das eigentlich in der Praxis keine Rolle spielt. Dazu ein kleines Beispiel. Wir nehmen an, wir haben drei boolesche Variablen a, b und c und wir haben zwei Integer i und j. Jetzt können wir auf die Idee kommen, wir haben eine Methode und der Methode, die hat drei Parameter, die sind alle drei boolesch. Und wir haben noch eine zweite Methode, die heißt blob, in der haben wir zwei Integer-Parameter. Und jetzt ist die Frage, vollständiges Testen, was würde das bedeuten? Vollständiges Testen, da reicht es nicht, dass ich für a mal wahr und falsch einsetze oder für b mal wahr und falsch oder für c mal wahr und falsch, sondern ich muss wirklich jede Kombination von wahr und falsch für diese drei Variablen einsetzen. Das heißt, diese Funktion hat acht mögliche Eingaben. Für jeden dieser drei Parameter haben wir zwei Möglichkeiten. 2 mal 2 mal 2 sind wir bei acht möglichen Eingaben. Wohingegen das ein bisschen aufwendiger ist bei der anderen Methode, weil ja, wie viele Integer gibt es? Naja, es gibt 32 Bits. Wenn so ein Integer in Java eben 32 Bits hat, dann gibt es 2 hoch 32 und das nochmal hoch 2. Das heißt, das wäre halt 2 hoch 64 und das sind, ja, das ist irgendeine unvorstellbar große Zahl, weil die hat nämlich mehr als 19 Stellen. So viele Eingaben sind das. Das kann man sich nicht so richtig vorstellen, deswegen dazu mal ein kleines Gedankenexperiment. Wir nehmen an, dass wir 1 Milliarde Testfälle in einer Sekunde ausführen können. Das entspricht also 1 Gigahertz. Natürlich, wenn wir das jetzt mit der CPU vergleichen, wir können typischerweise die Methode nicht in einem Zyklus durchführen. Das heißt, die CPU-Power müsste sogar größer sein als 1 Gigahertz. Das heißt, das ist nach unten abgeschätzt schon. Wenn wir vollständig testen wollen, bräuchten wir für diese eine Funktion 585 Jahre. Und wenn ich jetzt eine Methode schreibe, und das habe ich ja auch getan, ja, mit zwei Integer-Parametern, das Modulo, und in 585 Jahren weiß ich Bescheid, ob es da drin einen Fehler gab, und dann kann ich den beheben. Wobei in 585 Jahren kann ich den nicht mehr beheben. Und dann müsste ich wieder einen Test anstoßen und der dauert so lange. Ihr seht, das ist völlig unvorstellbar. Ja, das ist einfach viel zu lange. Und jetzt könnt ihr mal auf die Idee kommen, naja, dann nehme ich halt mehr Rechenpower. Ja. Aber ja, also selbst so bei dem Setup mit dem einen Rechner in einem Tag können wir nur 0,0005% der Eingaben sehen. Sogar weniger als das. Das heißt, also, das ist absolut hoffnungslos. Ja? Alle Eingaben testen, selbst bei so kleinen Methoden, aber für komplexe Programme erst recht. Das heißt, wie können wir eigentlich testen? Wie können wir Methoden einzeln testen, aber auch wie können wir ganze Systeme testen, mehrmals am Tag? Weil, ja, so ein Entwickler, der schreibt halt irgendwie einen Code, dann möchte er wissen, war der richtig. Ja? Der möchte irgendwie Feedback haben und der möchte nicht immer nur über Nacht irgendwie Tests laufen lassen. Dann hat er 8 Stunden programmiert, hat 20 Fehler eingebaut und am nächsten Tag kriegt er die Liste der 20 Fehler und dann braucht er 3 Wochen, um die Fehler zu beheben. Es ist wichtig, dass wir da auch zeitnah Feedback geben können und deswegen brauchen wir irgendwas, was schlauer ist. Hierfür gibt es das Testfalldesign. Das heißt zu Deutsch Testfallentwurf. Das ist die Idee, wir entwerfen Testfälle. Das heißt, das ist tatsächlich so ähnlich, wie wir das gesehen haben beim Softwareentwurf. Wir treffen da Entwurfsentscheidungen, Designentscheidungen und die führen uns zu bestimmten Testfällen. Das übergeordnete Ziel: Detect a large number of failures with a low number of test cases. A test case execution is positive if it detects a failure. And successful if it detects an unknown failure. Also, das Ziel ist, wir wollen natürlich möglichst viele Fehler finden mit möglichst wenig Testfällen. Ein Testfall oder dessen Ausführung bezeichnen wir als positiv, wenn es zu diesem Ziel beigetragen hat. Und es trägt zu diesem Ziel bei, wenn wir möglichst viele Fehler damit finden oder wenn es Fehler aufdeckt. Das ist ein bisschen unintuitiv, ja? Weil eigentlich ist das meist negativ, wenn wir sozusagen einen Fehler finden. Aber zu diesem Ziel, mit möglichst wenig Testfällen möglichst viele Fehler aufzudecken, ist sozusagen aus der Sicht des Testens ist positiv eben, wenn wir Fehler finden.
Und das kennt ihr auch, ne? Also ein Corona-Test positiv bedeutet auch meist für den Menschen leider nichts Positives. Wir haben noch den Begriff successful und sozusagen erfolgreich. Ein Testfall ist erfolgreich dann, wenn es ein neuer, unbekannter Fehler ist. Ja, wir führen ja mehrere Fehler, mehrere Testfälle aus. Und wenn der dritte sozusagen nur den gleichen entdeckt, den die ersten zwei schon gefunden haben, dann ist er eben nicht erfolgreich. Wie sieht jetzt eigentlich so ein idealer Testfall aus? Ein idealer Testfall ist repräsentativ. Verzeihung. Repräsentativ bedeutet, es gibt eine große Anzahl von Testfällen, für die er repräsentativ steht, das heißt, für die er die gleichen Fehler findet. Er ist failure-sensitive. Was heißt das? Failure-sensitiv? Naja, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu finden mit diesem Test. Ja, wir wollen also nicht diese Testfälle rauspicken, die ziemlich wahrscheinlich durchlaufen und nachher anzeigen, ist grün, ist alles richtig, sondern wir wollen die herauspicken, die ziemlich fehlersensitiv sind, das heißt viele Fehler oder eine hohe Wahrscheinlichkeit haben. Wir können ja auch nur von einer hohen Wahrscheinlichkeit sprechen, weil wenn wir die Fehler von vornherein wüssten, dann wäre es alles kein Problem, sondern wir wollen ja eben Fehler suchen und wir können eben nur sagen, okay, dieser Testfall hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, weil, aber nicht sagen, der findet einen. Gut, und sie sollten nicht redundant sein, also sie sollen nicht das überprüfen, was andere Testfälle bereits überprüfen, weil dann kann ich sozusagen wieder was einsparen. Wir wollen ja möglichst wenig Testfälle haben, die nicht redundanten kann ich dann eben weglassen. Gut, und jetzt ist die Frage, wie kommt man jetzt zu Testfällen oder wie funktioniert jetzt dieses Testfall-Design? Und ein Punkt ist Experience-Based. Das heißt, wenn jemand seit 20 Jahren Komponenten, die man in Fahrzeugen verwendet, getestet hat, dann hat er ein gutes Gefühl dafür, was er machen muss, was für Eingaben er braucht, um Fehler zu provozieren und welche Eingaben eben sozusagen prädestiniert sind dafür. Diese Erfahrung, die hat nicht unbedingt jeder und gerade wenn man jetzt was Neues baut, wenn ein Automobilhersteller jetzt Elektrofahrzeuge baut und hat vorher Benziner gebaut, dann ist halt die Frage, dann ist die Erfahrung vielleicht noch gar nicht da, was für Fehler mit Elektroautos auftreten. Das heißt, man braucht irgendwie schon mehr und was man da eben nutzen kann, ist die Struktur der Software selbst. Da kommen wir zum Whitebox-Testing und dann im nächsten Teil der Vorlesung werden wir uns dann auch noch spezifikationsbasiert angucken. Das heißt, da ist die Idee, ich gucke mir Anforderungen an, ich gucke mir eine JavaDoc-Spezifikation an oder ähnliches und von da leite ich irgendwie Testfälle ab. Und wir kommen eben jetzt zum Whitebox-Testing. Also, Whitebox-Testing, die Idee ist, wir haben eben da unser Stück Software und wir geben da irgendwie Eingaben rein und um zu entscheiden, welche Eingaben wir reingeben, und was für Ausgaben wir sozusagen provozieren, das entscheiden wir nach den Strukturelementen in der Software. Das heißt, wir wollen eine Abdeckung der Strukturelemente erreichen in der Software und dafür gibt es meist verschiedene Schritte. Wir erzeugen aus dem Quelltext, aus der Software einen Kontrollflussgraphen und dieser Kontrollflussgraph, das sehen wir gleich, der wird dann genutzt, um da drin Pfade zu sehen, wie die Software durchlaufen werden kann. Und die werden wiederum benutzt, um sozusagen erstmal logische Testfälle zu entwerfen, zu sagen, ja, die Eingaben müssen folgenden Bereich sein. Und dann wählen wir erst konkrete Eingaben. Damit das Ganze ein bisschen konkreter wird, gucken wir uns das an der Modulo-Operation an. Ja, ihr habt euch im Idealfall in der letzten Interaktion schon ein bisschen näher auseinandergesetzt mit dem Quelltext. Da haben wir eine Verzweigung drin, wir haben eine Zuweisung, dann haben wir irgendwie noch eine While-Schleife. Das heißt, wir haben verschiedene Konstrukte, die den Kontrollfluss beeinflussen. Ja, wir haben jetzt nicht nur einfach irgendwie Zuweisungen untereinander stehen, dann wäre die Methode jetzt witzlos für uns, jetzt fürs Whitebox-Testing, weil es geht eben explizit um den Kontrollfluss. Was wir damit jetzt machen, ist, wir erzeugen einen sogenannten Kontrollflussgraphen. Ja, und die Zahlen, die ihr jetzt seht in dem Kontrollflussgraphen, das sind im Prinzip die Zahlen, die hier auch im Quelltext stehen. Das heißt,
Die erste Anweisung, die wird quasi immer ausgeführt, wenn ich diese Methode aufrufe. Ja, das ist nämlich, ich werte aus, ob diese Verzweigung, ob ich da reingehen soll oder nicht. Und dann kann ich da eben reingehen. Und wenn ich da reingegangen bin, dann gehe ich danach zum Statement 3. Wenn ich nicht reingegangen bin, dann gehe ich direkt zum Statement 3. So ähnlich auch mit der Schleife. Bloß, dass wir da eben immer wieder zum Ausgangspunkt 4 sozusagen zurückkommen und immer wieder entscheiden müssen, ist jetzt die Schleifenbedingung noch erfüllt, ist sie jetzt noch erfüllt, ist sie jetzt noch erfüllt, bis ich irgendwann abbreche und das Programm terminiert. Also, das ist ein Kontrollflussgraph, das heißt, wir haben Knoten, die entsprechend teilen in unserem Programm. Das kann ein einzelnes Statement sein, das kann aber auch eine Reihe von Statements sein, die immer zusammen so ausgeführt werden. Und dann haben wir Kanten und die zeigen an, wie der Kontrollfluss eben läuft. In diesem Kontrollflussgraphen werden wir jetzt uns eben Pfade überlegen. Ich kann eben sagen, ja, ich möchte das jetzt testen mit einer positiven Zahl, dann komme ich eben in den ersten Fall nicht rein und eine Zahl, die sozusagen schon das Modulo ist, ich muss gar nichts rumrechnen. Ja, wenn ich die Zahlen 2 und 3 reingebe in diese Methode, dann kriege ich diesen Programmlauf. Und allerdings ist ja die Frage, wie komme ich zu diesen Zahlen 2 und 3? Man überlegt sich so einen Kontrollfluss, den man erreichen möchte, einen solchen Pfad in dem Kontrollflussgraphen. Und zudem müssen wir dann gucken, also was müssen wir für Werte haben für B, ja, damit wir nicht da reinspringen, was müssen wir für Werte haben für M und M in Bezug zu B, und wir müssen verstehen, dass M eigentlich, wo M eigentlich herkommt, nämlich am Anfang hat M den Wert von A. Und dann kommen wir zu konkreten Testfällen. Das gucken wir uns jetzt gleich etwas detaillierter an. Bevor wir uns das angucken, gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, was wir eigentlich jetzt abdecken wollen. Ja, die Frage ist ja, wir wollen jetzt irgendwie Strukturelemente abdecken, und welche Arten von Abdeckung gibt es? Erstmal die einfachste Art der Abdeckung ist die Anweisungsüberdeckung, Englisch Statement Coverage. All statements are executed for at least one test case. Das heißt, wir wollen, dass jede Zuweisung oder jedes Statement mal irgendwann ausgeführt wird. Das muss nicht notwendigerweise und das geht auch nicht immer im gleichen Testfall sein. Ein Beispiel ist, ihr habt eine Verzweigung mit einem If- und einem Else-Fall. Dann könnt ihr eine Eingabe provozieren, die den If-Fall sieht oder eine, die den Else-Fall sieht, aber beides zusammen schaffen wir sozusagen nicht in einem. Das ist die Statement Coverage. In der Praxis kann es natürlich sein, dass wir das nicht vollständig erreichen können, dass wir nicht auf 100% Anweisungsüberdeckung kommen können, weil es toten Quelltext gibt. Weil es vielleicht ein Error Handling gibt, nur wenn es zu einer I.O. Exception kommt oder nur wenn ein unvorhergesehener Programmzustand erreicht wurde, nur dann kommen wir dahin. Und das heißt, es gibt immer irgendwie Fälle, vor allem für Error Handling, wo wir nicht vollständige Abdeckung erreichen können. Gut, dann gibt es Branching Coverage oder zu Deutsch Zweigüberdeckung. Was bedeutet das? Naja, erstmal müssen wir alle Statements gesehen haben. Das heißt, wir brauchen Anweisungsüberdeckung, aber zusätzlich wollen wir, dass für jede Verzweigung, das heißt, das kann ein If sein, aber auch ein While, wollen wir sozusagen alle Branches mal durchlaufen haben. Ja, das heißt, wir wollen mal auf den Wert wahr kommen und mal auf den Wert falsch. Und dann gibt es noch eine Weiterführung von der Zweigüberdeckung, nämlich in einer solchen, wenn ich so eine Verzweigung habe, habe ich ja vielleicht mehrere Terme. Und das sehen wir gleich am Beispiel. Ja, ich kann da irgendwie zwei Terme unverknüpfen und dann möchte ich nicht nur, dass dieser Gesamtausdruck mal wahr und mal falsch wird, sondern dann möchte ich, dass jeder einzelne Teil mal wahr und mal falsch ist. Und damit kommen wir sozusagen, wenn wir in einem solchen Verzweigung eben n solche Statements haben, sagen wir drei solche Statements, dann kommen wir eben wieder auf unsere 8, auf unsere 2 hoch 8, 2 hoch 3 Möglichkeiten, wie es zu einem wahr oder zu einem falsch kommen kann. Und das Ziel von dieser Termüberdeckung ist eben, dass man alles, was der Nutzer da hingeschrieben hat, auch tatsächlich mal evaluiert und guckt, was es für einen Effekt hat. Und es können zum Beispiel sich herausstellen, dass ein Teil davon vielleicht nur einen Fehler enthält, vielleicht sogar unnötig ist oder überflüssig ist. Da ist auch so, dass man nicht immer auf 100% kommen kann. Ein Beispiel wäre, wir haben zwei Funktionen, die wir aufrufen. Die eine heißt even, die andere heißt odd. Und wir haben jetzt hier ein oder dazwischen stehen.
So. Was wir jetzt nicht wissen, ist, ja, diese Methoden even und odd. Gucken die jetzt eigentlich immer, ob dieselbe Zahl gerade oder ungerade ist? Oder gucken die vielleicht nach jedem Aufruf eine neue Zahl an? Ja, vielleicht gibt es einfach zwei Zahlen und sie gucken einmal die an und einmal die an. Und diese, da wir das nicht entscheiden können, und da das auch sozusagen kein Tool entscheiden kann, kommen wir auch später nochmal drauf, kommen wir eben dahin, dass wir das vielleicht gar nicht alle Kombinationen daraus bauen können. Und es kann auch kein Tool erkennen, welche es jetzt alle gibt. Es gibt ein paar Spezialfälle, wenn das jetzt lokale Variablen sind, dann können wir das vielleicht erkennen, ja, ob alles irgendwie, alle Kombinationen möglich sind. Allerdings da sozusagen werden wir das nachher auch noch sehen, in welchen Fällen es vielleicht nicht möglich ist. Wir werden uns jetzt diese drei Arten von Überdeckung angucken. Wir fangen mit der Anweisungsüberdeckung an, gucken uns unser Beispiel an und wir gucken, finden wir einen Pfad, mit dem wir alle diese Anweisungen abdecken können. So, was müssten wir denn dafür machen? Naja, erstmal, wir fangen immer in dem Zustand 1 an. Ja, wenn wir diese Methode aufrufen, fangen wir im Zustand 1 an. Und hier unten steht jetzt sozusagen der Pfad, aber der ist da oben auch grafisch visualisiert. Gut ist es natürlich, wenn wir an der Stelle entscheiden, einen Wert kleiner als 0 für b zu nehmen, weil dann haben wir die Anweisung in der Zeile 2 auch schon mit abgedeckt. Und was dann danach passiert, naja, auf jeden Fall wird Zeile 3 ausgeführt und auf jeden Fall Zeile 4. Und bei Zeile 4 gibt es wieder eine Entscheidung zu treffen. Nämlich wir legen jetzt fest, wollen wir Werte nehmen, sodass wir in die Schleife reingehen oder wollen wir Werte nehmen, sodass wir da nicht reingehen. Aber wir wollen ja gerade die Anweisung in der Schleife auch abdecken. Also überlegen wir uns, was müssen wir jetzt machen, damit wir auch da wirklich reingehen. Und da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Was brauchen wir, damit wir da reingehen in die Schleife? Naja, wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedingung, die in dem While ist, dass die wahr wird, weil nur dann kommen wir da rein. Und jetzt müssen wir gucken, okay, was ist dann mit dieser Variable m? Die Variable m ist keine der Eingaben. Ja? Das heißt, wir können für einen Testfall können wir mit der Variable m nichts anfangen, sondern wir müssen da sagen, okay, die Variable m ist ja am Anfang auf jeden Fall a. Und a, da steht jetzt m größer b. Ja? Wir entscheiden uns jetzt einfach mal für diesen Fall. Wir wollen, dass m größer b ist in dem Quelltext. Dann ist m durch a zu ersetzen, aber b ist auch nicht gleich b, sondern b ist eigentlich minus b. Und das liegt daran, dass wir in Statement 2 das negiert haben. Das heißt, was wir da rauskriegen, ist, wenn wir hier diese Bedingung m größer b erfüllen wollen, dann müssen für die Eingaben muss a größer minus b erfüllt sein. Gut, und dann ist ja die Frage, ja, irgendwie müssen wir auch die Schleife wieder verlassen und das müssten wir jetzt nicht zwingend festlegen, irgendwie wie viele Iterationen das sind, aber wenn wir so einen Pfad angeben wollen, dann müssen wir natürlich sagen, wir gehen da wieder raus. Und an der Stelle müssten wir eben die Bedingung aufstellen, müssten sagen, wir wollen, dass m größer b nicht mehr erfüllt ist. Und wann ist m größer b nicht mehr erfüllt? Nein, wenn m kleiner gleich b ist. Und jetzt müssen wir aber wieder gucken, was bedeutet jetzt eigentlich m? M hat an der Stelle, wenn das Statement 4 zum zweiten Mal durchlaufen wird, nach dem ersten Schleifendurchlauf, nicht mehr den Wert a, sondern den Wert a plus b. Das heißt, wir schreiben a plus b kleiner gleich und wir schreiben wieder nicht b, sondern minus b. Das muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen selbst durchdenken. Ihr könnt auch gerne pausieren jederzeit und da noch mal drüber nachdenken. Was wir jetzt machen, ist aus diesem logischen Testfall, ja, mit den ganzen Bedingungen, überlegen wir uns jetzt konkrete Werte. Das heißt, wir überlegen uns, naja, b soll ja einen negativen Wert haben, sagen wir mal minus 3. So, und der Wert von a soll ja größer sein als minus minus 3, also größer sein als 3. Und dann nehmen wir einfach mal den Wert 5, weil der Wert 5 erfüllt auch die nächste Bedingung. Nämlich 5 minus 3 sind 2 und 2 ist kleiner gleich 3. Ja, das sehen wir jetzt da oben in der Bedingung, wenn wir nach und nach alles einsetzen und ausrechnen. Das heißt, wir haben jetzt einen spezifischen Testfall gefunden. Wir haben jetzt Eingaben gefunden und was wir jetzt noch ermitteln müssen, ist, was wir eigentlich für einen Wert erwarten. Ja, das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was für einen Modulo-Wert erwarten wir und an der Stelle erwarten wir den Modulo-Wert 2. Weil wir sozusagen so lange 3 draufrechnen auf die 5 oder abziehen, bis wir eben bei einem positiven oder einem Wert zwischen 0 und 2 liegen.
Gut, und das ist bei 2 der Fall. Das heißt, interessant ist, dass wir hier mit einem Testfall sogar schon die Abdeckung erreicht haben, das Abdeckungskriterium. Ja, wir haben alle Anweisungen abgedeckt, damit sind wir fertig. Das heißt, die Menge der Testfälle für diesen Test hat nur einen Test, aber der reicht eben aus, um alles abzudecken. Typischerweise ist das nicht der Fall. Ich habe ein Beispiel schon gegeben. Sagen wir, unser if am Anfang hätte noch einen else-Fall. Dann könnten wir eben die beiden Fälle nicht mit einem Testfall abdecken, sondern bräuchten eben 2 dafür. Gut, nichtsdestotrotz, wir kommen zum nächsten Abdeckungskriterium, nämlich der Branching Coverage, der Zweigabdeckung, Zweigüberdeckung. Was wir da machen ist, naja, wir brauchen ja sowieso die Statement Coverage, das heißt, wir übernehmen erstmal den ersten Testfall. Ja, da spricht eigentlich jetzt erstmal nichts dagegen. Wir übernehmen den Testfall, das heißt, wir haben schon mal die Anweisungsüberdeckung haben wir schon mal sichergestellt. Und jetzt müssen wir gucken, bei den Zweigen, welches andere Vorgehen fehlt uns jetzt sozusagen noch. Wir steigen wieder ein, wir sind wieder beim ersten Statement, da müssen wir wieder anfangen. Und jetzt wählen wir einen Wert für B, der kleiner tatsächlich. Ich muss kurz drüber nachdenken, weil das andersrum geschrieben ist. Das werde ich mal noch umdrehen. Das B soll jetzt eben größer gleich 0 sein. Das heißt, B soll positiv sein. Ja? Und das sorgt dafür, im Kontrollflussgrafen können wir das jetzt ganz nett sehen, dass wir direkt zur 3 springen und dann zur 4. Und was wir jetzt auch sehen, ist, dass wir jetzt diese Kante, diesen Pfeil von 1 zu 3, dass wir den jetzt auch ausführen. Ja, den hatten wir eben vorher sozusagen in dem anderen Diagramm noch übersehen. So, und jetzt können wir entscheiden, was wir jetzt machen noch, ob wir jetzt in die Schleife reingehen wollen oder nicht. Wir könnten sagen, naja, wir wollen da jetzt nicht reingehen. Das macht unseren Testfall auch irgendwie einfacher. Ja, wir springen danach direkt raus. Und wann machen wir das? Naja, wenn der Wert von a eben schon in diesem Intervall liegt, wenn er eben nicht kleiner als 0 ist. Ja, das heißt, a ist größer gleich 0 und wenn er eben diese Bedingung a größer b nicht erfüllt, das heißt, dass a eben kleiner gleich b sein muss. Gut, damit haben wir unseren Testfall zusammen. Auch da können wir uns wieder Eingaben überlegen. Also für a können wir jetzt überlegen, naja, dann nehmen wir einfach für a mal den Wert 0 und für b den Wert 5 und dann kommen wir dahin. Und was wir als Ergebnis erwarten würden, wäre jetzt 0. Ja, also wenn ich 0 modulo 5 rechne, dann möchte ich, dass da 0 rauskommt. Gut, mit diesen 2 Testfällen haben wir tatsächlich alles abgedeckt. Warum? Für die Zweigabdeckung. Und zwar, naja, bei dem Statement 1, was ja die Verzweigung enthält, sind wir einmal reingegangen und einmal nicht reingegangen. Ja, Testfall 1 und Testfall 2. Und beim While sind wir beim ersten reingegangen und beim zweiten nicht. So, das heißt, wir haben eigentlich alles abgedeckt, was wir da abdecken wollten und sind sozusagen fertig mit der Zweigüberdeckung. Das heißt, diese 2 Testfälle würden jetzt dieser Zweigüberdeckung entsprechen. Die beiden können wir testen und wir können dann gucken, was da rauskommt. Und jetzt gucken wir uns noch die Expression Coverage an. Das kann man leider nicht so gut direkt an den Kontrollflussgrafen erkennen. Nichtsdestotrotz werden wir uns die parallel irgendwie mit aufbauen. Was wir dafür uns angucken müssen, sind alle Verzweigungen, in denen es mehr als einen Term gibt. Wenn es nur einen Term gibt, dann hat die Zweigüberdeckung, die hat dann schon alle beiden Fälle berücksichtigt. Und was wir uns jetzt genauer angucken müssen, ist also das While-Statement, also diese Loop-Condition. Ja? Also die Bedingung, die sagt, wann springe ich aus der Schleife. Erstmal sehen wir, naja, für diesen ersten Term, der da drin steht, ist m kleiner 0, den haben wir zweimal nicht erfüllt. Ja? Also wir haben 2 positive Werte für a reingegeben, einmal 5 und einmal 0, und die sind beide nicht kleiner 0. Das heißt, diese 2 Fälle haben wir schon abgedeckt. Wir haben auch abgedeckt den Fall mit dem ersten Testfall, dass m größer als b sein soll. Das müssen wir uns wieder verdeutlichen. M größer b heißt, naja, wenn der linke Teil falsch ist, wenn wir in die Schleife reinspringen, muss ja der rechte Teil dann wahr sein. Ja? Und das ist, können wir uns jetzt, könnt ihr euch im Detail noch nachvollziehen, dass das jetzt gilt, wieder anhand sozusagen, indem wir alle Werte da entsprechend einsetzen. Gut, dann können wir bei dem anderen Testfall noch gucken. Und da haben wir
glücklicherweise sogar schon einen neuen Fall abgedeckt, nämlich dass wir tatsächlich nicht in die Schleife reinspringen, dass beide Werte false sind. Ja? Und das sehen wir auch sozusagen direkt unmittelbar an dem Kontrollflussgrafen, können wir das ablesen. Wir springen von 4 nicht nach 5, sondern direkt zu 6. Und das bedeutet, beide diese Terme müssen den Wert false haben. So, das sind aber noch nicht alle Fälle, ja, weil es fehlt noch die Fälle, wo m den Wert kleiner als 0 hat und da m ja, am Anfang eben den Wert von a bekommt, muss eben a auch mal den Wert kleiner 0 erreichen. Das heißt, es bleiben noch zwei Bedingungen über, die wir abdecken müssen, m kleiner 0, m größer b. Und der Fall ist unmöglich, nachdem wie das Programm abläuft. Ja, weil wir können für das a zwar einen Wert kleiner 0 nehmen, aber der kann dann nicht gleichzeitig größer sein als das positive m. Ja, weil das Statement 2, das sorgt ja jetzt dafür, dass das m positiv wird. Das heißt, der ist unmöglich. Und jetzt kommt es ein bisschen noch an. Hier ist jetzt ein oranges Häkchen. Naja, wir haben den Fall betrachtet. Wir können dafür keinen Testfall bauen, aber da kommt es jetzt ein bisschen auf die Werkzeuge an. Manche Werkzeuge sagen einem jetzt, okay, da fehlt noch ein Fall. Das werden wir auch werdet ihr in dem nächsten Video dann sehen. In manchen Fällen kann man eben das auch nicht erkennen, dass es unmöglich ist. Und dann bleibt sozusagen auch weiter offen, dass die Coverage nicht 100% ist. In jedem Falle können wir jetzt da nicht viel machen, wenn es keinen Testfall gibt. Gut, und im letzten Fall haben wir m kleiner 0. Auch wieder, das heißt für a einen negativen Wert und diese zweite Bedingung soll nicht erfüllt sein. Ja, und dann haben wir sozusagen, wenn wir das jetzt abdecken, dann haben wir alle vier Fälle, also wir haben zwei Terme und für beide Terme haben wir alle zwei Möglichkeiten uns angesehen und kombiniert, das heißt 2 hoch 2 gleich 4. Gut, der Pfad muss wieder bei 1 anfangen, dadurch, dass wir einen Wert für b kleiner gleich 0 nehmen, kommen wir jetzt nicht rein in diesen Extrazweig. Und an der Stelle können wir das jetzt vielleicht noch nicht unbedingt sofort sehen, sondern da muss man vielleicht auch probieren. Ne? Also wir versuchen jetzt einfach mal einen Testfall zu erzeugen, wo wir nicht ein negatives b wählen, sondern ein positives. Wir werden auch gleich sehen, dass das geht. Wenn das tatsächlich in dem Fall nicht so gegangen wäre, dann hätten wir jetzt hier noch das andere ausprobieren müssen. Dann geht es weiter. Wir müssen also den Wert jetzt für a wählen und der Wert für a muss also kleiner als 0 sein. Ja, das sagt uns ja die Bedingung m kleiner 0. Und dann müssen wir auch wieder eine Bedingung einführen. Wir müssen natürlich irgendwann raus aus der Schleife und damit das hier auf der Folie nicht explodiert, springen wir auch wieder nach dem ersten Schleifendurchlauf schon wieder raus. Und das ist jetzt die gleiche Bedingung wie die wir auch schon oben aufgestellt haben, bloß mit positivem b. Was können wir da für Werte einsetzen? Für a können wir minus 2 einsetzen, ja, das ist ein negativer Wert. Und für b könnten wir den Wert 5 einsetzen, dann da ist es auch sichergestellt, dass wir jetzt einmal den Wert draufrechnen auf die minus 2 und dann schon in dem Modulo-Bereich drin sind, wo die Schleife terminiert. Wir erwarten da den Wert 3. Auch das müssen wir wieder angeben zu unserem spezifischen Testfall. Ne? Das war der Punkt sozusagen vor Testausführung, das erwartete Ergebnis angeben. Und jetzt haben wir alles abgedeckt. Ne? Alle vier Fälle sind abgedeckt und wir brauchen also drei Testfälle für dieses Beispiel für die Coverage. Gut, jetzt ist die Frage, jetzt können wir die alle ausführen und können gucken, was passiert. Und in dem Fall ist es so, mit dem Code und den Eingaben kriegen wir daraus, dass die Ergebnisse alle stimmen. Das heißt, der tatsächlich beobachtete Wert, ja, das Ergebnis, was die Methode uns bringt, das entspricht dem erwarteten Wert. Das heißt, die Testfälle waren sozusagen negativ, und auch nicht erfolgreich. So, die Frage ist, was wissen wir jetzt eigentlich? Wenn wir uns das jetzt angucken, was wissen wir jetzt? Diese drei Testfälle laufen durch. Naja, wir haben über ein systematisches Verfahren jetzt Testfälle hergeleitet und wir sind relativ sicher, dass wir erstmal verschiedene Pfade gesehen haben. Was wir nicht davon sagen können, ist, dass es keine Fehler geben kann in dem Programm.
Ja, und tatsächlich werden wir im dritten Teil der Vorlesung sehen, dass es noch Fehler gibt, die wir mit den Testfällen bisher noch nicht gefunden haben. Und das liegt aber ein bisschen auch am Glück sozusagen. Wenn wir ein bisschen glücklicheres Händchen für unsere gewählten Werte gehabt hätten, dann hätten wir diese Fehler auch oder von den Fehlern auch was finden können. Gut, das soll es sein zum Thema Whitebox-Testing. Ein Hinweis noch, den habe ich eben vergessen. Tatsächlich ist dieses Unmöglich hier ein bisschen schwierig, aber das löse ich erst im dritten Teil der Vorlesung genauer auf. Whitebox-Testing. Wir haben uns systematische Tests und vollständiges Tests angeguckt und haben gesehen, das ist eigentlich praktisch nicht möglich, vollständig zu testen. Wir wollen systematisch testen. Wir wollen Testfälle, die repräsentativ sind, die fehlersensitiv sind und die nicht redundant sind. Und das Testfalldesign, also Testfälle entwerfen, können wir jetzt eben entweder mit Erfahrung, indem wir die Struktur ausnutzen oder die Spezifikation nutzen. Wir haben uns jetzt eben mit Whitebox-Testing die Struktur oder das Structure-Based Test-Case-Design angesehen. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Überdeckungskriterien. Wir haben uns drei angesehen. Statement, Branching und Term Coverage. Allerdings gibt es noch viele mehr. Ja, da gibt es ganz viele Abdeckungskriterien und ich habe überlegt, welche sind sozusagen die drei wichtigsten fürs Verständnis. Es gibt auch noch wesentlich komplexere Verfahren und gerade diese Term Coverage, die findet ihr in anderen Büchern auch durchaus anders beschrieben. Ihr könnt euch das näher nochmal angucken. Ludewig und Lichter, das ist auf Deutsch das Buch und da findet ihr im Kapitel zu Programmtests mehr Informationen. Ja, wie können wir jetzt weitermachen? Ich glaube, es ist sinnvoll, sich danach noch anzugucken, wie man selber Whitebox-Tests macht mit JUnit. Also ich werde das dann noch zeigen. Ihr könnt euch das dann angucken, wie ich in Eclipse sozusagen selber mal Unit-Tests schreibe und welche ausführe. Und dann, ich glaube, das ist wichtig fürs Verständnis, dass ihr selber mal Whitebox-Tests geschrieben habt. Ihr müsst da nicht von Grund auf anfangen, sondern könnt zum Beispiel in dem Calculator, ja, in dem Taschenrechner, könnt ihr hergehen und sagen, ich füge da eine Subtraktion ein. Für die Subtraktion, weil die Tests, die ich vorher geschrieben habe, die haben was mit der Klammerung zu tun. Für die Subtraktion muss man dann eben überlegen, was das für einen Einfluss auf die Klammerung haben kann. Und könnt ihr die Tests entsprechend erweitern. Ihr müsst also nicht komplett bei Null anfangen und habt aber trotzdem dann schon schnell ein Verständnis dafür, wie man solche Unit-Tests in JUnit schreibt, erstens, und zweitens, wie Whitebox-Testing funktioniert. Wieder würde ich euch einladen, eure Ergebnisse, also den geänderten Code, den neuen Code und die Tests hochzuladen im Moodle für gegenseitiges Feedback, dass ihr euch gegenseitig Feedback geben könnt, aber dass ihr vielleicht auch sehen könnt, auf welche Testfälle sind dann die anderen gekommen und gibt es vielleicht doch noch irgendwie Fehler im Code, die man übersehen haben könnte bei den anderen, weil Testen findet eben nicht alle Fehler. Ja? Sondern unter Umständen findet es alle Fehler, wir haben keine Garantie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das hier an der Stelle mit JUnit mal auszuprobieren. Das ist für euch auch die Möglichkeit, JUnit kennenzulernen, weil ihr auch selbst Unit-Tests schreiben sollt in den praktischen Aufgaben. In Sopra. Gut, dann bis später. Tschüss.